Wir starten heute zum Schanfiker Höhenweg, und zwar an einem magischen Ort in Arosa. Hier, am Schwarzsee, haben sich früher die Liebespärchen verabschiedet, wenn der Mann zum Beispiel in den Kriegsdienst gehen musste. Und dann hatte es ein Bänkchen hier gehabt, und weil so viele Tränen geflossen sind, hat das Bänkchen eben das Seufzerbänkchen geheißen oder das Tränenbänkchen. Und das ist für uns ein schöner Anfang doch für eine lange Wanderung. Komm, Körli, komm, gehen wir. Ja, bravi. Eineinhalb Stunden gehe ich bergauf, müsste jetzt der letzte Stutz nicht gerade auch noch sein. Boah. Der grösste Krampf der ersten Etappe haben wir jetzt hinter uns. Komm, Körli, schau. Wir sind von Rosen, wo wir hier unten tragen, noch die Mittelstation sieht man, von der Weisshornbahn sind wir jetzt das Loch durch ab. Zuerst zum Stausee, Isel, dann hier über den Bugel auf, wieder das Loch haben und hier jetzt rauf. Ciao, Roman. Ah, oh, guten Morgen. Wie ist es? Oh, gut. Gut. Wow. Ja. Wir haben beide mögen. Ja. Ich habe sie entleinen genommen. Ist das recht, wenn ich den Hund entleinen nehme? Ja, das ist richtig. Ja. Wichtig ist einfach, dass die Wanderer sehen, wo Kälber sind. Und dass man nicht zwischen den Kälber und den Kühen durchläuft, sondern halt im schlimmsten Fall einen Umweg macht. Und was mache ich, wenn jetzt eine Kuh trotzdem auf mich zurennt? Also, ja. Wenn ich halt trotzdem irgendwie zwischen Kälber geraten bin? Der Hund loslassen. Dass der Hund davor springt, so weit wie möglich. Und dann springen Kühe am Hund nach. Wobei es kommt meistens, also selten eine Kuh allein. Also wenn es kommen dann alle. Gut, ja. In dem Fall. Gehen wir weiter. Danke vielmals. Tag, ciao, Roman. Ja. Ciao und schönen. Komm, Schäse, komm. Hallo, hallo Jürg. Ciao Dorothee, ciao. Die Alpenrose steht genau am richtigen Ort bei dieser Tagesetappe, bei der ersten Tagesetappe vom Schanfiker Höhenweg. Haben ihr eigentlich Sommer und Winter offen? Wir haben nur im Sommer offen, so von Mitte Juni bis im Oktober. Es kommt ein bisschen auf das Wetter drauf an, kommt ein bisschen auf das Schneeverhältnis drauf an. Ist die Alpenrose immer schon ein Restaurant gewesen? Das war früher das Elternhaus meiner Urgroßeltern. Die haben hier gebaut und nachher hat man dann ein Restaurant daraus gemacht. Einfach mit der Zeit hat sich ergeben. Wir kochen hier wunderbare Menü. Wie machen wir denn das? Weil es gibt ja keinen Strom. Wir haben keinen Strom und kein Wasser im Haus und kochen auf dem Holzherd. Oder mit Gas haben wir seit, nicht am Anfang, aber seit ein paar Jahren haben wir einen Gasherd. Jetzt sehen wir zuerst mal den Strehlenpass. Da werden wir morgen vom Heimeli und den Ufer drüber laufen. Und hinten um die ganzen Berge, um das Weissflohjoch, ist die zweite Etappe. Vor 700 Jahren war es genau umgekehrt. Da sind die Walser von Davos her über den Strehlenpass hier ins Tal gekommen und haben sich im Sabündörfchen angesiedelt. Das waren über 250 Menschen, die das ganze Jahr gelebt haben. Und lang bevor Langwies oder andere Dörfer gegründet worden sind, haben sie hier ihr erstes grosses Walserdorf, eigentlich ihre erste grosse Walsergemeinschaft. Schafft die erste Etappe. Das Heimeli. Und da sollte der Andreas Vital auf uns warten. Komm, Körli, komm. Hopp. Und Sprung. Hopp, geh lauf.
Ja, ciao Andreas, hoi, ciao. Schön, dass du da bist. Ah, setz mal her. So. Ah, ein heißer Tag. Heiße erste Etappe. Der Schönficker Höhenweg führt auf 2100 Meter, einmal rund um den Schönficker rundherum. Ist das ein neuer, modern angelegter Wanderweg oder sind das alte Walserpfade? Nein, das sind schon alte Walserpfade. Die hat man genommen, markiert, signalisiert und für den Tourismus geeignet ein bisschen. Was ich nicht verstehe, wieso sind denn die Walzer auf 2100 Meter? Wenn wir den Ochsen kehren, das wäre doch viel einfacher gewesen, die Ochsen und Rinderkarren, wenn sie unten ins Tal durch wären. Ja, man muss sich vorstellen, derzeit waren die Töbel natürlich gefährlich, durch Steuchschlag, durch Mure. Und deshalb ist man ausgewichen auf die Höhe. Da oben ist man schnell vorwärts gekommen, auf den Alpwiesen. Und welche von diesen 6 Etappen vom Schönficker Höhenweg ist deine Lieblingsetappe? Welches ist dein Lieblingsort? Ja. Das ist schwierig, aber ich würde sagen, vielleicht der Hochwang. Weil das ist was ganz Spezielles. Im Frühjahr die Bergblüte mit den Enziane und Knabenkräuter verschiedene. Frauenschuh gibt es auch versteckt. Und dann noch der Berg. Wenn man da oben Hochwang ist, also, da hat man eine 360 Grad Aussicht. Was sehen wir denn für Gipfel? Also vom Sentis ist da das Rietal hoch. Dann kommt das Oberland, gell, mit dem Tötino und du siehst also klare Herbsttage bis Finsteraue.